Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn man unsicher ist, sich nicht entschliessen kann oder sich noch mal überlegen will, dann heisst es normalerweise abwarten und Tee trinken. Das gilt von jetzt an nicht mehr. Ab sofort heisst es Tee trinken, und zwar von Coop und Max Havelaar. Nach dem Kaffee und dem Espresso, nach dem Honig und den mittlerweile drei Schokosorten, gibt es bei Coop jetzt nämlich auch einen Tee mit dem Gütesiegel Max Havelaar. Wie für alle Kooperation-Produkte aus der dritten Welt, die Sie bei uns kaufen können, gilt auch beim Tee der Grundsatz, dass die davon profitieren sollen, die Arbeit verrichten, nämlich die Arbeiter und die Pflückerinnen auf der Plantage. Fairer Handel und Genuss müssen sich aber nicht widersprechen. Die Experten von Coop haben sich darum für einen hochwertigen Darjeeling-Tee entschieden. Ein Tee, der im Teegarten Singel an den Südhängen vom Himalaya gepflückt und produziert wird und von Kennern wegen seinem weichen, milden, zarten und blumigen Aroma geschätzt wird. Das hohe Qualitätsniveau verdankt der Darjeeling-Tee vor allem den klimatisch und topografisch hervorragenden Bedingungen. Dazu kommt, dass der Tee nach biologischen Anbaumethoden produziert wird. Der Kooperation Finest Darjeeling Tea, eine Exklusivität von Coop mit dem Gütesiegel von Max Havelaar, offerieren wir Ihnen jetzt offen im 100-Gramm-Beutel und in der Faltschachtel mit je 25 praktischen Portionen. Als Kind habe ich einen Kast. Heute finde ich Spinat gerade im Winter eine willkommene Abwechslung auf dem Speiszettel. Coop offeriert Ihnen das zarte Gemüse erntefrisch tiefgekühlt in verschiedenen Varianten als Spinat gehackt und gewürzt, als Rahmspinat oder als Blattspinat gewürzt an. Alle die Spinat von Goldstar sind pfannengerecht portioniert und innerhalb 4 bis 5 Minuten servierbereit. Wie Sie damit aber etwas ganz Besonderes machen können, das verratet Ihnen jetzt wieder unser Gast, der Küchenchef Armin Amrein vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Grüezi miteinander. Ich hoffe natürlich, dass ich mit meinem Auflauf noch die letzten Spinatmuffel umstimmen kann. 4 Eier und 3 Deziliter Rahm mische ich mischen. Dann beides mixen und mit Salz und Pfeffer aus der Mühle und Muskelnuss kräftig würzen. 150 Gramm Blattspinat gut abtropfen, grob hacken und zu der Masse geben. Jetzt einen Auflauf gegotten mit Butter ausstreichen, zu 2/3 mit der Masse füllen und im Ofen backen. Wenn Sie möchten, können Sie zur Abwechslung auch Speckstreifen und geröstete Brokkruto, Crevetten, Lachs- oder Käsewürfel der Auflaufmasse beifügen. Auch das Rezept könnt ihr ab sofort nachschauen auf der Teletext-Seite 555 und auf dem Internet. Probieren Sie es doch mal aus, Sie werden sehen, es lohnt sich. Soll noch jemand sagen, Spinat sei langweilig. Weiter geht's jetzt mit unseren Aktionen. Besonders günstig wären jetzt alle Coop-Flans. 6 Stück zum Preis von 4 gibt es für nur 1,85. Und 6 Liter Mondial Orangensaft für nur 4,90. Alle Whiskas-Dosen sind ebenfalls günstiger. 4 Dosen Rind zum Beispiel kostet nur 4,80. Außerdem offerieren wir Ihnen diverses Zubehör zum Waschen in verschiedenen Farben ab 5 Franken. Dann noch der Preisabschlag. Feine Arni Rigolo Premio kostet ab sofort nur noch 2,75. Und falls Sie trotzdem Rezept von Armin Amrein auf Spinat verzichten wollen, schauen Sie doch einmal in Ihrem Coop-Restaurant rein. Dort steht unter anderem ein Truttenschnitzel mit Nudeln und Brokkoli für nur 9,50 auf der Karte. Auch Schweinsfleisch ist günstig wie noch nie. Coop offeriert Ihnen nämlich frisches Schweinsfleisch von Schweizer Bauernhöfen von jetzt an bis am Samstag ganze 20% günstiger. Das Angebot gilt für jedes Stück, vom Voressen über das Kotelett bis zum Geschnetzelten oder Filet. Wer jetzt profitiert, hilft auch den Schweizer Bauern. Dass es da und dort bald Fasnacht ist, das merkt man auch in den Coop-Läden. Dort gibt es jetzt nämlich wieder das, was unsere Bäcker pausenlos auf Trab halten, nämlich die Fasnachtsküchli. Und darum tönt es in vielen Schweizer Haushaltungen von Zeit zu Zeit jetzt so. Fasnachtsküchli. Selber gemacht? Selber gemacht schon. Aber bei Coop? Ja, warum nicht? Ein bisschen schwindeln ab und zu. Und ein Kompliment hat ja auch noch nie jemandem etwas geschafft. Das wär's für heute. Danke für Ihr Interesse an unserer Sendung und weiterhin einen schönen Abend.